Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein neues Auto für euch, und zwar den BMW iX3. Nicht zu verwechseln mit dem i3, denn mit dem i3 ist BMW ja schon sehr, sehr lange in der Elektromobilität unterwegs. Sie waren ja einer der ersten in Deutschland, die auf Elektromobilität gesetzt haben. Und der i3 wurde damals doch zu Anfang ziemlich belächelt, aber ich glaube, heute lacht da irgendwie keiner mehr drüber. Aber dann kam irgendwie lange Zeit nichts. Und jetzt haben sie sich wohl gedacht, jetzt nehmen wir das beliebteste SUV, was wir im Programm haben, nämlich den X3, und bauen den auf Elektro um und bringen den als Elektroauto raus. Und das ist im Prinzip genau passiert. Sie sind den genau entgegengesetzten Weg gegangen wie beim i3. Der wurde ja komplett für die Elektromobilität entwickelt. Und hier haben sie eine Verbrennerplattform genommen und dort einen Akku drunter geschraubt, sage ich mal so ganz platt. Und optisch unterscheidet er sich auch so gut wie gar nicht, bis auf hier so ein paar blaue Akzente im Kühlergrill und an der Seite. Und hier gibt es dann so Lufteinlässe, der Rest ist hier so geschlossen. Von innen ist es genau das gleiche wie beim X3, und das macht es natürlich für BMW wahrscheinlich auch kostengünstiger, so einen Wagen zu produzieren. Ob das jetzt so eine gute Idee war, das muss natürlich sich noch herausstellen. Und vor allem sagt BMW, dass dieses Auto unglaublich effizient unterwegs ist. Und das will ich heute natürlich wieder feststellen auf meiner Reichweitenstrecke. Ich fahre wieder von Bremen nach Bremerhaven und zurück, 130 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 130. Und da muss der iX3 zeigen, was er kann, gerade beim Verbrauch. Und am Ende nehme ich ihn wieder in der Ladekurve auf, denn er soll bis zu 150 kW Ladeleistung haben. Und das muss er auch beweisen, ob er das wirklich schafft. Deswegen wird es wieder spannend und ihr seid dabei, deswegen bleibt dran. Ja, man wundert sich schon so ein bisschen, wo doch BMW so viel Erfahrung mit dem i3 hat. Warum sie unter dieser riesen Motorhaube keinen Frontkofferraum eingebaut haben. Ich zeige euch das mal. Wenn wir die Haube jetzt hier mal aufmachen, dann ist hier alles schön verkleidet. Da war ja früher der Motor drunter, aber jetzt ist da im Prinzip nichts. Nichts! Schaut euch das an, da ist ein Riesenloch. Und wenn man diese Leitung so ein bisschen anders verlegt hätte, dann hätte man da also ohne Ende einen Frontkofferraum reinpacken können. So hat man es leider nicht und man hat Platz verschwendet. Schade eigentlich. Aber das sind natürlich nur Kleinigkeiten mit dem Front Trunk, dass der fehlt. Wenn man da mal reingeht in den Wagen, wird man eigentlich wieder entschädigt, weil BMW-typisch ist es natürlich ja, sehr luxuriös und hochwertig und vor allem auch sehr gemütlich. Und das hier ist jetzt die höchste Variante, die heißt Impressive, also mit anderen Worten sehr beeindruckend. Es gibt noch Inspiring, die ist ein bisschen günstiger bei der Impressive-Variante. Da haben wir auch Leder drin und ansonsten so gut wie alles, was es gibt. Hier sind wir bei diesem Auto, was ich hier fahre heute, bei einem Listenpreis von rund 75.000. Ich glaube, genau sind es 75.500. Da könnt ihr nochmal Förderung abziehen. Das sind also die 5.000 Euro vom Staat plus 2.500 netto vom Hersteller. So dass man dann am Ende so bei 67.000 rund für so ein Auto liegt. Und damit ist der im Prinzip fast gleich teuer wie ein ähnlich ausgestatteter Diesel. Ja, ihr kennt das vielleicht noch von früher, wo es immer hieß Mac oder PC. Ja, und so war es auch bei BMW oder Mercedes. Die einen waren BMW-Fans, die anderen waren Mercedes-Fans. Ich bin tatsächlich ja, wie ihr mittlerweile vielleicht wisst, langjähriger Mercedes-Fan. Gut, inzwischen fahre ich Tesla. Was bin ich dann? Ich würde über wahrscheinlich Linux im Vergleich zu Mac oder PC. Naja, jedenfalls dieser BMW hat mich als Mercedes-gewohnter Fahrer und jetzt natürlich Tesla-gewohnter Fahrer doch erstmal so ein bisschen überfordert. Also die Tastenflut ist hier schon noch gewaltig. Wir haben alleine 14 Tasten am Lenkrad plus zwei Scrollräder. Wir haben hier diesen Jog-Shuttle, wir haben hier eine Klimatisierung mit Tasten, wir haben hier Medienleiste mit Tasten und natürlich auch noch ein Touch-Display, wo wir alles mehr oder weniger auch noch über Touch bedienen können. Ja, es ist heftig viel. BMW-Fahrer werden darüber lachen, weil die kennen das nicht anders. Aber wenn man das jetzt nicht mehr gewohnt ist, es ist halt nicht wahnsinnig innovativ. Sie haben alles so gelassen, wie es beim Verbrenner ist und das ist natürlich auch legitim. Aber ich würde sagen, zukunftsweisend ist vielleicht der Antrieb, aber zumindest nicht das Bedienkonzept des Autos.
So, ich würde sagen, wir sind bereit. Dann können wir den Wagen starten und dann gibt es einen ganz tollen Sound. Den nennt BMW Iconic Sound. Den hat übrigens Hans Zimmer komponiert. Warum man dafür einen Hans Zimmer braucht? Na gut, das muss BMW wissen. Es ist natürlich auch was fürs Image. Aber das beschränkt sich nicht nur auf den Startsound, sondern auch auf das Fahrgeräusch, was man bei niedrigen Geschwindigkeiten hört, so bis 40 km/h. Und danach verschwindet es. Und im Sportmodus ist es dann doch wieder da. Bei allen Geschwindigkeiten kann man auch geteilter Meinung sein, ob man das gut findet in einem Elektroauto. Aber es hört sich schon cool an. Ja, ganz untypisch für meine Probefahrten ist es heute schönes Wetter. Wir haben es ein bisschen sonnig und es sind tatsächlich jetzt 10 Grad. Der Akku mit seinen nutzbaren 74 Kilowattstunden ist auf 100% voll und wir haben gerade eine angezeigte Reichweite von 342 Kilometern. Nach WLTP sollen es 450 sein. Aber gut, das ist natürlich ein Fahrzyklus, den wir heute nicht fahren, sondern wir fahren heute so gut wie nur Autobahn bei 130, kennt ihr ja. Und dann bin ich gespannt. Leider kann man die Prozentanzeige des Akkustandes nur so grob ablesen, weil es keinen festen Wert gibt, der hier im Auto angezeigt wird. Es gibt nur so eine Anzeige hier im Tachodisplay mit so farblichen Strichen. Da muss man dann ungefähr schätzen, wie viel es denn sind. Also man kann es so auf 10er Schritte relativ genau sehen, aber eben nicht einen genauen Zahlenwert. Was die Rekuperation angeht, hat sich BMW auch was Interessantes überlegt. Also A kann man hier am Gangwählhebel natürlich von D auf B schalten. Das mache ich jetzt mal. Dann habe ich das One Pedal Driving. Ich kann aber auch hier über die Einstellungen im Auto die Rekuperationsstufen in verschiedensten Stufen, ich glaube sogar drei verschiedene, plus eine Intelligent Automatik einstellen, wo dann das Auto sozusagen selbst entscheidet, wie es rekuperiert. Das hingegen finde ich persönlich immer doof, weil ich als Fahrer dann auch nie weiß, wenn ich jetzt Gas wegnehme, Strom wegnehme, bremse ich dann oder muss ich manuell mit dem Fuß bremsen? Das weiß ich vorher immer nicht und von daher kann ich mich nicht so richtig darauf einstellen, je nach Fahrsituation. Ich hätte es gerne so, dass ich weiß, was passiert und deswegen stelle ich natürlich wieder auf B, das heißt One Pedal Driving, so liebe ich es. Und das macht der BMW iX3 wirklich fantastisch, wenn ich nämlich jetzt Strom wegnehme, dann verzögert er sehr hart und kommt tatsächlich bis zum Stillstand. Ja, der iX3 hat sogar drei Fahrmodi, nämlich Sport, Komfort und Eco Pro. Ich fahre hier also im Komfortmodus. Das ist wahrscheinlich der am häufigsten genutzte Fahrmodus und fährt sich auch am komfortabelsten. Ja, beschleunigungstechnisch ist er hier wirklich flott unterwegs. Er hat 6,8 Sekunden, braucht er von 0 auf 100 und das sind 210 kW, die er hat. Das sind 286 PS. 400 Newtonmeter Drehmoment hat der Motor hier. Und das finde ich auch ziemlich sportlich, fährt sich auch gut. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass BMW hier in dem Auto einen fremderregten Synchronmotor eingebaut hat, also Heckantrieb übrigens. Das bedeutet nämlich, dass keine seltenen Erden in diesem Auto verbaut sind. Weder die Batterie, die haben ja sowieso nie seltene Erden, also falls ihr das noch nicht wusstet, Elektroauto-Akkus haben keine seltenen Erden. Kobalt zum Beispiel ist keine seltene Erde. Aber die Motoren meistens, gerade wenn sie zum Beispiel einen Magneten drin haben, da sind seltene Erden drin, zum Beispiel Neodym. Und das haben die hier nämlich nicht. Da ist nichts dabei und von daher ein weiterer Schritt Richtung Nachhaltigkeit. Und überhaupt will BMW natürlich versuchen, diesen Wagen so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Zum Beispiel ist das Kobalt im Akku auch nicht aus dem Kongo, sondern aus zertifizierten Quellen in Marokko und Australien. So, hier ist Tempolimit aufgehoben, das heißt, wir gehen jetzt wieder auf 130 und bis jetzt schlägt der BMW iX3 sich einigermaßen gut. Wir liegen so bei rund 24,8 Kilowattstunden auf 100 und das nach 20 Kilometer Strecke.
Ja, und eine Sache erinnert mich ziemlich stark an Tesla, wenn ich den adaptiven Tempomat und den Spurhalteassistent drin habe, also den Autopiloten sozusagen. Dann habe ich hier in dem Tacho-Display fast die gleiche Ansicht wie bei mir in meinem Model S, also mit diesen beiden Spuren. Die werden hier grün markiert und nicht blau, aber die Autos, an denen ich vorbeifahre, beziehungsweise die an mir vorbeifahren und die unterschiedlichen Fahrspuren, auch wenn ich sie wechsle, das sieht fast ganz genauso aus wie bei mir in meinem Tesla. Ja, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Das Geräuschniveau hier bei Tempo 130 ist wirklich sehr angenehm, obwohl der Wagen ja doch relativ sportlich ist, auch sehr straff abgestimmt vom Fahrwerk her. Also nicht ganz so komfortabel wie zum Beispiel der EQC war. Aber Geräuschniveau, würde ich sagen, ist ähnlich, obwohl er hier auch die 20 Zöller hat auf der Felge, glaube ich. Oder sind das die 19 Zöller? Ne, sind Winterreifen, sind die 19 Zöller, glaube ich. Trotzdem ist das Geräuschniveau hier sehr angenehm. Windgeräusche hört man kaum. Wundert mich tatsächlich, trotz der relativ hohen Front. Und Rollgeräusche von den Reifen sind auch sehr dezent. Also das ist ein sehr angenehmes Dahingleiten hier. Was auch richtig interessant ist, und das habe ich so noch nirgendwo gesehen, ist beim Lenkassistenten, also Spurhalteassistenten, wenn ich nämlich das Lenkrad zu lange loslasse, ist klar, dann geht hier vorne im Tachodisplay die Post ab, irgendwann ist es gelb, dann blinkt es, dann wird es rot, dann piept es. Aber zusätzlich gibt es hier im Lenkrad zwei so kleine LED-Streifen, die auch gelb pulsieren und mich als Fahrer darauf aufmerksam machen, dass ich doch bitte das Lenkrad wieder anfassen soll. Das ist was ganz Neues, das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Übrigens ist dieser BMW iX3, auch wenn er so sehr luxuriös von innen aussieht und die Verarbeitung wirklich tipptopp ist, nicht in Bayern produziert. Ja, man glaubt es gar nicht. Die kommen aus China, die Dinger. Das ist natürlich ein BMW-Werk, aber eben in China. Ja, wenn man dann sieht, was da in der Qualität rauskommt, dann weiß man auch, dass die chinesischen Autos, die ja immer mehr auf den europäischen Markt drängen, sich am Ende vor solchen Kisten hier wie diesem BMW am Ende nicht mehr verstecken müssen. Die haben das einfach auch drauf, solche Autos zu produzieren. Da können sich dann die deutschen Autohersteller irgendwann mal richtig warm anziehen, denn die Preise, die die chinesischen Hersteller dann aufrufen für ihre Autos, die sind teilweise so viel niedriger als hier so ein BMW iX3 zum Beispiel. Wenn ich mir den iWays anschaue, den ich mal zuletzt getestet habe, verlinke euch das mal hier oben. Der war ja von der Verarbeitung auch nicht schlecht, nicht ganz so toll wie dieser X3 hier, aber er kostete noch nicht mal die Hälfte, Leute, noch nicht mal die Hälfte und hat ein größeres Platzangebot gehabt als der iX3. Das ist ziemlich interessant, die Assistenzsysteme hier. Der hat ja auch einen Totwinkelwarner. Und wenn ich einen Blinker setze zum Beispiel, weil ich die Spur wechseln will nach links, aber hinter mir ein Auto angerauscht kommt, dann merkt er das und dann vibriert das Lenkrad und auch diese gelben Warnleuchten im Lenkrad gehen dann an. Das ist auch eine interessante Vorgehensweise, dass irgendwie ein Ton piept oder so, das kennt man ja, aber dass das Lenkrad vibriert, wenn man die Spur wechseln will und das lieber nicht tun sollte, ist schon interessant. Hatte ich auch so in keinem anderen Auto bisher. Und der Reisekomfort hier im iX3, der ist schon klasse. Also die Geräuschkulisse sehr beeindruckend niedrig, finde ich. Und auch so Sitzkomfort. Also ich habe selten so schön umschlossen in einem Ledersitz gesessen wie hier in diesem iX3. Finde ich richtig klasse. So, wir sind jetzt rund 50 Kilometer unterwegs und der Durchschnittsverbrauch liegt bei 25,3 Kilowattstunden.
Es gibt übrigens auch beim BMW hier so eine Anzeige von so einer Verbrauchsgrafik, wie sich der Energieverbrauch so über die Strecke entwickelt. Das ist allerdings, finde ich, sehr, sehr komisch. Also diese Kurve ist so gerade, also sehr, sehr grob alles. Von daher weiß ich nicht, was diese Kurve soll. Da kann man nicht wirklich tolle Werte ablesen. Bei meinem Tesla zum Beispiel, da sehe ich wirklich auf alle 30 Sekunden irgendwie eine Änderung der Kurve und kann das ziemlich genau bewerten, wie mein Energieverbrauch gerade ist. Hier ist es ja, momentan auf der Autobahn fast schon sowas wie so eine gerade Nulllinie. Also besonders aussagekräftig finde ich das jetzt nicht. So, nach 63,9, also 64 Kilometer, sind wir Bremerhaven angekommen. 23,9 Kilowattstunden steht hier auf der Uhr. Und das ist einer der niedrigsten Werte, die ich bei der Halbzeit hier mit einem SUV bisher hatte. Also, ich muss sagen, Effizienz, ja, BMW, da habt ihr zumindest, sieht das bis jetzt so aus, einen ganz guten Job gemacht. Mal gucken, wie es auf der Rückfahrt ist. So, nach knapp 88 Kilometern liegen wir bei genau 25 Kilowattstunden auf 100 und ich habe noch eine Reichweite von 203 Kilometern. Was ihr jetzt hier schön sehen könnt, ist an der Prozentanzeige von dem Akkustand, dass ich schätze, dass ich noch so, was mögen das sein, 65%, 62% oder so ungefähr im Akku habe. Genau kann man das ja leider nicht ablesen. Ja, und auch dieser künstliche Sound, den man beim Beschleunigen immer hört, auch auf der Autobahn, also nicht beim normalen Dahingleiten, aber beim Beschleunigen, da habe ich erst gedacht, der wäre nervig, aber irgendwie ist er cool. So, noch circa 10 Kilometer, bis wir wieder abfahren und wir haben jetzt so rund 52-53% noch im Akku, so genau kann man das leider nicht sagen. 158 Kilometer Rest und 24,9 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Das wird jetzt auf den letzten Kilometern noch ein bisschen sinken, weil hier Tempolimit 120 ist und am Ende wir noch 2-3 Kilometer durch die Stadt fahren, dann auch noch durch die 30er-Zone. Also ich bin gespannt, wo wir am Ende landen. Ja, wir sind wieder angekommen nach 128,1 Kilometer, wie mir der BMW hier anzeigt. Und wir haben so eine Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren von rund 104 km/h. Und dabei haben wir 24,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Das ist für so ein Riesenauto ein sehr guter Wert, wirklich. Ein sehr, sehr guter Wert. Besser als der Polestar sowieso, besser als der Volvo XC40, besser als der Audi e-tron und Jaguar I-Pace und. Mercedes EQC, ganz zu schweigen. Aber wir hatten heute optimale Bedingungen. Es waren so 12, 13 Grad. Wir hatten wenig Wind und es war sonnig, also auch kein Regen. Und jetzt müsst ihr noch mal beweisen, wie schnell ihr laden könnt. Denn mit diesen 24 Kilowattstunden kann man ja locker die 300 Kilometer auf der Autobahn kommen. Das heißt, ich kann hier super mit reisen. Ist ja auch genug Platz drin für eine kleine Familie. Und wie lange stehe ich dann an der Ladesäule, wenn ich von einem Ladestopp zum nächsten fahren muss? Das probiere ich gleich aus. Vorher muss ich den Wagen aber noch ein bisschen runterfahren. Ich habe jetzt wieder 176 Kilometer Restreichweite angezeigt. Das ist ein bisschen mehr geworden, seitdem ich von der Autobahn runter bin. 50% rund Akkustand. Das heißt, da muss ich noch ein bisschen Strom geben. 180 km/h fährt der Spitze.
Da wird der Verbrauch natürlich viel höher sein. Das brauche ich dann auch, damit ich hier nicht stundenlang mit 130 auf der Autobahn verbringen muss, um den Akku so bis zu 10% runterzufahren. Und das ist natürlich mein Ziel, um dann eine Ladekurve aufzunehmen. Also, ich melde mich gleich wieder, wenn es soweit ist, und dann sehen wir uns am Schnelllader. Ja, der BMW iX3, was bietet der jetzt eigentlich? Also gehen wir mal ganz nüchtern vor. Er bietet viel Platz. Er ist ein SUV, man sitzt hoch. Er fährt sich hervorragend. Er ist unheimlich luxuriös ausgestattet. Die Verarbeitung ist tipptopp. Die Reichweite ist völlig akzeptabel mit 300 Kilometer plus X auf der Autobahn. Und der Verbrauch ist akzeptabel mit unter 25 Kilowattstunden bei Tempo 130 auf der Autobahn. Die Ladegeschwindigkeit ist eigentlich super gut. In der Spitze 155 kW, habt ihr gesehen. Er hält sie auch recht lange, und sodass man so in einer halben Stunde 35 Minuten wieder unterwegs ist beim Reisen, und dann kann man wieder 200 Kilometer fahren. Also ich habe im Prinzip jetzt nur positive Dinge aufzählen können. Mir fällt es wirklich schwer, hier irgendetwas Negatives aufzuzählen. Anfangs, wo ich dachte oder auch sagte, das ist ja nur eine Verbrennerplattform. Das ist aber eigentlich kein Nachteil. Ich meine, das Auto ist ausgereift, das kennen wir halt von dem Diesel- oder Hybrid X3 von BMW. Das ist ein sehr ausgereiftes Auto, und daran hat sich hier mit dem Elektromotor und dem Elektroantrieb auch nichts geändert. Im Gegenteil, es ist sogar vielleicht noch ein Stück ausgereifter geworden, auch technisch. Also alleine schon das Head-Up-Display ist erste Sahne, die ganzen Assistenzsysteme funktionieren wahnsinnig gut. Ich weiß nicht, was man an diesem Auto noch kritisieren sollte, außer vielleicht den Preis. Der Wagen wird in China gebaut. Da geht vielleicht noch ein bisschen was nach unten, damit es ein bisschen massenkompatibler wird. In jedem Fall hat BMW hier für die Elektromobilität, finde ich, einen guten Job gemacht und ein super Auto auf den Markt gebracht, was sich gegenüber der deutschen Konkurrenz und auch gegenüber der amerikanischen Konkurrenz nicht verstecken muss. BMW ist auch ein bisschen Geschmackssache. Mercedes, BMW, Mac oder PC, habe ich ja anfangs auch schon erwähnt. Ich würde mich heute tatsächlich, wenn ich die Wahl hätte zwischen EQC und iX3, würde ich ganz klar den iX3 nehmen. Aber das ist nur meine Meinung. Bildet euch selbst eine Meinung, fahrt ihn vielleicht auch mal Probe und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Auto jetzt haltet, auch gerade nach meinem Video. Findet ihr das gut? Was habt ihr für Ansichten? Findet ihr noch Kritikpunkte, die ich vielleicht nicht erwähnt habe? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben, und denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao!